Ich meine. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Das weißt du doch nie. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Ist doch zu dumm, Prinzessin. Und nun zu dir. Weißt du, ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste. Und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Prinzessin ist echt zu blöd. Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen. Ganz alleine in der Wildnis. Reicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. eine kleine Botschaft von Deadlake an Deadlake. Das Ende herausfordern. Der Brunia Doomsday. Eine kleine Mahnung an sich selbst. Das Ende herausfordert. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Lösung erraten, Rubin ist der Stein, aufgeben. Gibt es doch wieder ein Achievement fürs Aufgeben. Müssen wir von Anfang an wieder bis hierher spielen. Vergiss das. Skarabäus in den Stein, so ist der Stein und Skarabäus. Rubin könnte der Stein sein. Das ist bestimmt falsch. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel,
wird alles wieder gut. Auf nach Darkonia. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Auf nach Darkonia. Setzen wir alles aufs Spiel. Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt! Wo ist er hin? Au, mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Darkonia? Das ist eine uralte Festung im Raschthulswall, von Drachen erbaut. Ulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Kapitel 4. Das machen wir aber heute noch. Das können wir noch. Fangen wir zu. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Episode 3 Erfolg. Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den grummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Ich mochte Isida. Oha. Das funktioniert auch. Und weißt du auch noch? Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang. Erinnerst du dich daran? Ja. Hinter den Mühlen. Sie fliegt. Und jetzt denke an... Das Beste natürlich. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als ein Bart. Hm, ja, das hast du gut gemacht. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Fantastisch. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Oh nein. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nuri, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Ulrich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Was ich mich seit dem Ende von Sarknaps Ketten frage, warum zum Henker, ich meine, Geron ist Vogelfänger, warum zum Henker sind, ist der nicht einfach, das war ein verdammter Rabe. Ich meine, da war ein Hexe drin oder da war ein Magier drin. Aber warum ist der nicht, hat er sich nicht einfach den Vogel geschnappt, hat ihm den Hals umgedreht oder den irgendwie den einfach zermatscht, irgendwie, das ist ein Stein draufgeworfen. Das ist ein einfacher Rabe, das ist. Dann wäre es alles erledigt. Wäre der Flug vorbei. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Happy End. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Igitt! Breda? Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang.
Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Alter. Tut mir leid. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Oh, den Weg waren wir ja noch gar nicht. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Vergessen soll sie halt eben nicht. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Irgendjemand pfeift die ganze Zeit. Okay. Genial. Dietrich wäre natürlich praktischer. Ah, ich wollte gerade das Lineal rausbringen. Oha. Okay, wir haben jetzt Dietricher. Öffnen wir die Tür. Guck mich mal nach magischen Gegenständen um. Oh nein. Ulrich wurde verzaubert. So steif wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Ein Schatten. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Tulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Noch was wir hier draußen machen können? Die Tür ist nun offen. Schöne Sachen, aber wer braucht die schon? Na dann hinein. Bei den Magister Bodiak? Oh weia. Oh je. Errungenschaft, Freundschaft, Unheilsbringer.
hört sich unkärblich und viel alles Kleber. Ich brauche alles Kleber und kärblich. Müssen den Magister wieder zusammenbasteln. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Aber dann muss doch hier nur ein Wind reinkommen und... Ach du Schande. Jetzt werden wir natürlich beschuldigt. Und die ersten waren, die ihn so gesehen haben. Tja. Das ist nicht gut. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Der Riegel rührt sich kein Stück. Der Riegel... Okay. Was mit dem Dietrich? Keiner der Dietriche passt. Als ob ein Dietrich passen muss. Seit wann ist das denn der Fall? Erst muss ich das... Nichts passiert. Der Anbau scheint magisch verstärkt worden zu sein. Ja. Dann werde ich mal Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Ich habe eventuell einen Magister getötet. Ich sehe, du warst bei meinem Lieblingsmagister. Ich werde auch bald zu ihm reingehen. Meine Prüfung steht bald vor der Tür und ich muss sicher gehen, dass das alles mit rechten Dingen zugehen wird. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich bezweifle, dass dich der Magister heute noch empfangen wird. Du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, hör zu. Verdammt, ich brauche einen neuen Plan. Du gehörst nicht gerade zur mitfühlenden Sorte, oder? Nein, was mache ich denn jetzt? Wenn du in die Akademie zurückkehrst, schick bitte Breda her. Alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich erst einmal nachdenken. Bis später. Ja. Mach es gut, mein Freund. Haben wir hier noch was vergessen? Sieht nicht so aus. Tja, was machen wir jetzt? Können wir den irgendwie reparieren? Oha. Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. So ein Mist. Es scheinen Teile zu fehlen. Dem fehlt eine Hand, oder nicht? Wieder zusammensetzen. Den müssen wir mal zusammenfegen hier. Ups. Wir machen es, glaube ich, noch schlimmer. Es scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Ich
Ja. Ah, ein bisschen Staub aus der Schublade. Vielleicht war das seine Hand. Nein, was? Eurich ist genau. Oha. Ein Schlüssel. Verdammt. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Eurich. Ja. Und die Statue mit Honig überziehen und dann... Jemand muss ihn zurückverwandeln, nicht kleben. Ich dachte, das ist Besen und Kleber, das ist nur die richtige Weise. Wozu? Tja. Oh, Schlüsselabdruck. Wachsform. Nein. Was? Ja. Ich habe etwas Honig. Honig in die Form. Ah, sehr schön. Jetzt können wir. Warte, wir haben noch ihn hier. Können wir doch den Honig festmachen und dann können wir den Schlüssel verwenden. Ich muss dich um einen weiteren kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes, verharre. Danke. Ich kratze. Na, Schlüssel. Sehr schön. Auf den Dachboden. Der Sommer für dich. Bei Fex. Es hat tatsächlich geklappt. Ich schreibe Stufe. Die Stufe, die kennen wir schon. Meine Hand ist zu groß. Ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Vielleicht können wir es reparieren. In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmern, wenn ich das Ding da unten nur... Das schaffe ich mit dem Besenstiel. Der Besenstiel ist viel... Das Messer. Das Messer ist ein... Das bringt nichts. Hätte ja sein können. Der ganze Raum glüht. Kein Wunder bei einem Mann, der magische Artefakte sammelt, wie andere Leute Splitter im Fuß. Ich wünschte, ich hätte einen Steinfußboden zu Hause. Tja. Die Worte "Nichts ist jemals verloren" stehen darunter. Hasenauge? Elmerion? Rondellions Fanghorn. Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Mhm. Spoiler doch nicht. Iron, spoiler mich nicht. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Ich sehe mir das mal näher an. Hm. Ein Geheimfach. Eine versteinerte Ratte. Oha. Und Zeichnungen von der Maske. Die haben wir natürlich nicht. Ich komme die Ratte. Genau wie Eurich. Vielleicht können wir die in Steinern.
Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Tja. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Geht nicht. Vielleicht können wir hier... War das eine Art... Vielleicht können wir die Ratte in das Gefäß kehren. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Nicht solange die Ratte noch in dem Gefäß ist. Tja, vielleicht können wir damit jetzt runter. Und wir können das Gefäß hier... Die Ratte da reinschütten. Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Und jetzt... Ha! Ein Rubin! Der Rubin. Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Da ist jemand nebenan. Oh, nein, nicht schon wieder. Ich auf den Sand. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir! Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gern ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Phasgadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Oha. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist so schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Das ist praktisch. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Aha. Ein weiterer Zauber. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Sie haben eine Blume.